kann man gut unterscheiden. Ja, wird ja wohl reichen. So. Go to Google Home. Bam. So, go to Nether Home. Nein! Boah, zum Glück habe ich Dings angemacht. Flying. Ich werde sonst schon wieder runtergefallen. Muhahaha. So, das heißt, ich muss jetzt hier außenrum immer ein so ein Ding machen. Damit ich darauf Dings platzieren kann. Und diese Erde, weil die mir scheißegal ist, werde ich einfach später mit World Edit wegmachen. Das ist ja nicht wirklich Cheaten, das ist ja im Prinzip Verlieren von Blöcken. Weil Erde unwichtig ist für mich, ist es ja nicht so schlimm, wie ich finde. Ist jetzt ja trotzdem die normalen Blöcke. Oh Gott. Ich muss wirklich noch ein bisschen Obsidian herholen dann. So, ja, schreibt mal bitte alle in den Chat, wie viele Viewer bei euch angezeigt werden. Das würde mich wirklich interessieren. Ah, das mehr als 15 sind. Das haut mich ja schon um. Um die Uhrzeit. Yeah, die Mucke. Da, 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 da. 20, 20, 20, 20. Okay. Ist okay. 20 sind wirklich okay für die Uhrzeit. Das heißt, wenn ich... Wie viele... Ersetze den Dirt durch Lava. Ja, so von... Stimmt, so an den Ecken so Lava. Das wäre wirklich geil, so. Danke für die Idee. Würde ich sogar vielleicht machen. So, jetzt kommt dann halt hier das hin. Das Coole an Obsidian-Glas ist, man kann es wieder abbauen. Ah, nur mit der Spitzhacke. Bam, 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 bam. Da-da. Yeah. Ich kann nicht pfeifen. So ein Mist aber auch. So, was, wie viele? Ah, das dauert noch ein bisschen. Auch schon ein bisschen viel, ob sie hier ein Glas. Wer hat nochmal 30 geschrieben, hä? Franz FTW, haha. Mach doch irgendwann ein Fan-Treffen. Hab ich vor. Ja, nee, mal gucken. Nein! Oh Gott. Jetzt muss ich H machen. Ja, wenn viele nach Berlin kommen würden, dann das würde ich machen. Berlin. Hab ich. Nein! Hab ich jetzt aufgesammelt? Ich habe allerdings aktiviert. Meine Super Pickaxe noch. Mach ich aber eben aus. Bam. Ich habe schon wieder keinen Fallschaden bekommen. Ich Glückspilz. Ja, naja, ich fahre garantiert nicht nach NRW oder so. Die Frage ist dann wegen Schule. Ja, das würde ich gerne in den Ferien schon machen. Okay, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Hier eine Seite einfach weiter mit Erde und dann kommt die nächste Schicht. Bam. So. Die Textur wird vielleicht auch nochmal geändert in der Glasmod, habe ich gelesen. Jetzt habe ich den. Ah, falsch. Egal. Ich überlege auch, ob ich mir ein anderes Texture Pack zulegen soll. Ihr könnt doch mal in die Kommentare jetzt bitte nicht in den Chat schreiben. Dann später, ob ich mal ein anderes Texture Pack ausprobieren soll. Und was ihr da empfehlen könnt, bitte nicht sowas wie Mesa oder Fotorealistik, was schon jeder kennt, sondern irgendwas Ausgefallenes oder so. Ja.
Ja, es sind nur noch 2,5 Wochen. Weißt du, wie lange bei uns ist? 1,5 Wochen. Aha, bei manchen hat es ja gerade erst angefangen. Die beneide ich. Ja, irgendwie auch nicht, weil die mussten halt noch so lange Schule ertragen. Bei der Hitze. Keine Ahnung, ob draußen warm ist. Ich muss immer erst andere Leute fragen, ob es kalt oder warm draußen ist, wenn ich überhaupt rausgehe. Weil ich das Wetter nicht mitverfolge, außer von Kachelmann, der macht ja jetzt Wetter bei YouTube. Ja. Finde ich, macht er sogar relativ gut. So, weiter geht's. Aua. Ihr sollt es nicht in den Chat schreiben, habe ich doch gesagt. Ihr sollt es unter die Comments schreiben, unter diesem Part. Das wird hier Part 3 sein, wahrscheinlich. Also, oh Gott. Wie viele Parts habe ich denn da schon? Ich glaube 27 oder so. Schreibt mal in den Chat, ihr seid ja so cool, wie viele Parts jetzt schon online sind. Und das müsste hier der dritte Part sein, oder vierte oder so. Ich denke aber Ende dritter Part. Oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe. Entweder Ende dritter oder Anfang vierter. Wie, du gehst nicht raus, oder wie soll ich das verstehen? Nö, was soll ich denn draußen? Außer wenn wichtig ist, zur Schule oder so. Oder ist auch nicht wichtig, aber trotzdem, da muss ich halt. Bin eher so ein Mensch, der eher drin ist als alles andere. Oh, jetzt hab ich grad. Habt ihr gerade den Frame-Einbruch gesehen, die im Chat? Im Stream? Ich hatte gerade 11 FPS. Voll hart und so. Ne Homo. Einer regt sich bei dem Part auch dauernd so oft, dass ich ein Homo hab. Nur Homo sagt, der sagt es voll laut und so. Ich glaube, irgendein Martin oder The Incredible Martin oder so. Tut mir leid, aber ist nochmal so. So, hier, das ist die zweite Schicht. Dann wollte ich noch eine Schicht machen, die nach außen geht und dann wieder zwei Schichten nach innen und da oben dann drauf hier, so wie unten. So wie hier unten. Was ich hier baue, fragt gerade einer. Das ist mein Nether Home. So heißt das Waypoint. Habe ich noch Erde? Ja. Ah, hier sind auch noch. Finde ich gut. Oh, Schottenmusik, sehr geil. No homo. Bam, bam, bam. Ich hätte es auch geil gefunden, wäre dieser Lightblock. Ist so ein gelber Glasblock, den man halt ein- und ausschalten kann mit Redstone, aber dann ist mir dazu blöd mit Redstone. Ganze Haus dazu zu verkabeln. Sehr geil, wenn ich das an- und ausschalten könnte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Wireless Redstone Mod geht oder so. Gibt ja irgendwie so eine Mod, wo man kabellos Redstone-Signale versenden kann. Oh, ich sehe jetzt schon mal nicht mehr durch mit diesen schwarzen Strichen überall. Oh Gott, oh Gott. Was? Lass heute nicht mal die Community zocken. Nee. Na, kaum 3D ist ja Community zocken, aber nicht Minecraft. Das machen wir noch. Keine Sorge, Knapp Knacks live. Hab Schnupfen. Nee, doch nicht. Ich hab bloß eine verstopfte Nase. Haha. Übrigens, ich habe überlegt, ob ich vielleicht sowas wie Vlogs machen soll oder so. Anscheinend finden mich ja ein paar Leute entertainend. Nee, ich hätte auch schon Bock drauf, irgend so ein scheiß Thema zu sprechen oder irgendwelche Scheißvideos zu machen. Da macht ja jeder Spassi, macht ja mittlerweile Vlogs. Und wird damit erfolgreich. Warum ich nicht? Bin ja so schon genug Geld geil. Dann kann ich auch Vlogs machen. Wenn ich ganz hart drauf bin, dann mache ich Schminktutorials und so. Wird damit Millionär. Und kann davon leben. Haha, Ironie. Ironie FTW. Hey! Jingle Bells, Jingle Bells. So, jetzt kommt die nächste Glasschicht. Was ist dein Lieblingsinstrument? Haha, Triangel, nein, weiß ich nicht, mal gucken. Ich habe mal eine Zeit lang Gitarre gespielt, ich hatte mal Unterricht und dann habe ich die letzten Wochen einfach geschwänzt. Ja. Ich weiß auch, als ich das meiner Mutter erzählt habe, als ich geschwänzt habe hier für den Musikunterricht. Das war mein Geburtstag. Und dann war mein, also ich habe ja an meinem Geburtstag ist sie irgendwie darauf zu sprechen gekommen, dass ich
Musikinstrument spiele hier bei meiner Oma oder so. Das war mein 12. Geburtstag oder 11., 13., ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich so erzählt, ja, ich war jetzt schon mal 7, 8 Mal nicht mehr da. Und dann war sie voll sauer auf mich und dann war mein Geburtstag versaut. Haha. Ah, passiert nochmal. Ich finde Geburtstage auch irgendwie total unnötig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach scheiß Geschenke mehr kriege, ja. So. So. Was schreibt ihr alles? Aha, aha, XD, XD. Du bist 14. Nee, ich bin mittlerweile 15. Lalala. Yeah. Was ist los? Lags. Ja, liegt ja am Stream. Sag das mal XSplit. Sag mal, schreibt mal alle XSplit, also den XSplit Support an. Die sollen mal, die sollen mal einen Client rausbringen, der nicht so CPU-lastig ist. Oder, wartet mal, ich guck mal eben. Hier, komm, hier, guck mal, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Bei meinem Arbeitsspeicher werden 4,34 ausgenutzt, also 4,34 GB Arbeitsspeicher werden ausgenutzt von 8 GB. Und CPU-Lastung ist bei 43%. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Netzwerkgeschwindigkeit ist hier. Netzwerkauslastung 0,4%, das kann er nicht hinhauen. Hier, Prozesse, was stört am meisten hier? Java ist natürlich, ist klar. So, hier, wo ist XSplit? XSplit 7, hier, 81, ja. Aber guck mal, wie viel Java an Arbeitsspeicher zieht. Oh, 1 GB, mehr als 1 GB, das ist krass. Firefox auch, warum habe ich Firefox überhaupt offen? So, weiter geht's. Achso, nein, ich habe 64-Bit. Das ist kein, was soll ich, ich bin auch so schlau und benutze 8 GB Arbeitsspeicher mit 32-Bit, ne? Client bringt denn nicht so viele Ressourcen, sieht XSplit, wir sind zu... Ja. Hä? Ich verstehe jetzt den Satz nicht. Nächstes Mal, ich bin blöd. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Also, das muss jetzt... Quatsch. Muss da immerhin jetzt. Genau. Okay. Warte mal, wie kann ich denn hier stehen? Denn das ist hier der letzte Punkt, wo ich stehen kann. War es in Ordnung. So, also hier immer drauf. Brauche wirklich noch Obsidian, aber das bisschen Obsidian kann ich mir auch noch so besorgen. Weil guck mal, ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte mit 1 Stack Obsidian geschafft, dann werde ich die andere Hälfte auch noch schaffen. Also das werde ich nicht cheaten, ha. Like a Pro halt, wisst ihr. Ihr kennt mich doch, ihr kennt es. Ihr kennt es. Ja, was mir auch ankotzt, ja, das war ein Thema, was mir ankotzt. Genau, dass ich hier in Anklam nur eine 16.000er Leitung maximal habe. Also ich hätte höher, also meine Mutter hätte mir eine höhere Flatrate gekauft. Das war mein Weihnachtsgeschenk, eine DSL 16.000er Leitung. Vorher hatten wir 6.000. Das würde ich gar nicht so einigermaßen, guck mal, ich kann ja gerade so... Stream so, hier 16.000er, obwohl ich hier total mit wenig Ups, also ich habe die Qualität extra so runtergedreht, damit es einigermaßen geht und selbst bei DSL 32.000, wenn ich bei meinem Stiefvater bin, da geht's ja noch, oder dort kann ich ein bisschen besser streamen, aber auch nicht so, dass ich sagen kann, HD und so ist richtig drin mit ordentlicher Qualität und lagfrei, keine Ahnung wieso. Kotzt mich richtig an, das bin dafür, dass wirklich deutschlandweit die Kabel so verlegt werden, dass man jeder mindestens eine 50.000er Leitung haben soll. Es werden vielleicht manche, also die Otto-Normalverbraucher, wie man auch gerne sagt, werden das vielleicht nicht verstehen. Aber für die Hardcore-Nutzer, so wie mich, die ihren PC anlassen müssen, um in der Nacht ein paar Sachen hochzuladen, weil ich lade ja immer alles auf einmal hoch, ist das, glaube ich, verständlich. Weil die wünschen sich sowas.
Vor allem, das geht ja jetzt noch mit meiner DSL 16.000, da kann ich, ja, oh fuck, da kann ich ja wirklich meinen PC anlassen über Nacht. Und da sind die Parts